Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin jetzt gerade hier, nicht im Pfälzerwald, aber in der Nähe, in einem wunderschönen Waldgebiet unterwegs und ich werde jetzt mal da hinten diesen Weg lang laufen und ein bisschen Bärlauch auch fotografieren. Falls ihr den Lärm hört, es ist nicht diese Waldruhe, es ist vielmehr eine Autobahn, die relativ nah hier entlang führt. Das ist die R65, das heißt, ich werde nicht diese himmlische Waldruhe haben, wie ich es gerne hätte. Aber ich werde zumindest ein paar gute Fotos mitnehmen können. Was ich an Equipment dabei habe, zeige ich dir gleich. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal da hinten den Weg erstmal lang laufen und mal schauen, ob ich da irgendwie ein schönes Motiv finde, ein bisschen Bärlauch finde und dann, ja, mal gucken, was sich heute ergibt, was ich mitnehmen kann und das Beste hoffen. Dann würde ich mal sagen, ich packe mein Zeug, ich laufe davor und dann sehen wir uns gleich hoffentlich am wunderschönen Fotomotiv. Mein heutiges Ziel wird es sein, den Bärlauch zu fotografieren. Der wächst nämlich Ende April bis Anfang Mai. Und gerade hier in der Vorderpfalz haben wir wunderschöne kleine Wälder. Und ich bin jetzt auch gerade hier im Bienenwald unterwegs. Und ich sehe gerade hier, wir haben wunderschöne Bärlauchfelder. Auch wenn man das hier schon ein bisschen sehen kann, wir haben hier echt schon eine ziemlich gute Menge. Zwar nicht zur besten Tageszeit hier, normalerweise würde ich eher zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs sein, aber ich denke mal, gerade tagsüber, um sich das Motiv anzuschauen und einen ersten Eindruck zu bekommen, ist es gar keine so schlechte Möglichkeit. Ja, ich würde mal sagen, ich gucke mal ein bisschen und ich glaube, hier lässt sich auf jeden Fall was finden, aber erstmal noch ein paar Meter vorlaufen und ja, mal schauen, ob ich hier noch was Besseres finde. Nach ein bisschen weniger als einer halben Stunde bin ich jetzt hier an meinem ersten Motiv angekommen. Und ich habe hier wunderschön diese Bäume stehen auf einer etwas freieren Fläche. Am Boden leider nicht so viel Bärlauch, aber was mir hier ganz gut gefällt, das zeige ich euch mal hier an der Kamera. Das ist nämlich... Und was mir hier besonders gefällt, ist dieser Schattenwurf hier von diesem Baum. Und auch wenn die Sonne relativ hoch steht, finde ich, gibt es ein ganz schönes Motiv. Und ich habe mich hier auch für das Hochformat entschieden. Ich hätte auch Querformat nehmen können, aber Hochformat gefällt mir persönlich hier besser, weil rechts und links habe ich im Motiv nicht so viel interessante Elemente. Deswegen gehe ich lieber hin und wechsle meine Kamera ins Hochformat und kann nach oben hin und unten hin mehr Informationen in mein Bild reinpacken. Deswegen bin ich im Wald immer eher ein Freund vom Hochformat, weil man halt auch diese Höhe der Bäume ein bisschen besser fotografieren kann, als wenn ich jetzt hier im Querformat fotografieren würde. Ich werde jetzt hier mit einer Belichtungsreihe fotografieren. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich hinten dran so ganz wenig den Himmel sehe. Das sind diese weißen Wolken. Und damit mein Foto am Ende nicht überlichtet, mache ich eine Belichtungsreihe mit drei Fotos. Einmal mit meiner normalen Belichtung, die ich eingestellt habe, dann eine Blendenstufe unterbelichtet und eine Blendenstufe überbelichtet. Und die Fotos werden ganz einfach in Lightroom dann als HDR zusammengefügt. Und dadurch habe ich eben von allen drei Fotos meine Bildinformationen und kann diese auch verarbeiten. Der Vorteil ist einfach gesagt, wenn ich in Lightroom meine Lichter runterziehe, dann wird der Himmel nicht weiß, sondern diese Details, die kommen wieder zurück. Aber das geht eben nur, da ich durch die Belichtungsreihe mehr Informationen gesammelt habe. Jetzt würde ich mal sagen, ich mache hier mal ein, zwei Fotos. Aber warum habe ich denn genau hier angehalten? Es gibt einen relativ einfachen Grund. Wenn ich im Wald unterwegs bin, gucke ich immer, dass ich irgendwas Interessantes finde. Irgendwie ein interessantes Licht- und Schattenspiel. Oder ein Baum, der heraussticht. Und hier haben wir so ein bisschen beides. Wir haben nämlich einmal diesen richtig schönen festen Stamm. Ich gehe mal kurz ein bisschen näher hin, dann kann man es ein bisschen besser erklären. Nur aufpassen, dass ich hier nichts zertrete. Das ist auch ganz wichtig. Denn wir haben den Baum, der wunderschön im Schatten liegt. Und dadurch kommt er noch ein bisschen präsenter in meinem Foto rüber. Gleichzeitig haben wir hinten dran relativ viel Freifläche. In der Regel würde ich Nebel bevorzugen, da der Nebel noch ein bisschen besser separieren kann. Aber auch so finde ich, ist es eine ganz schöne Situation. Und gleichzeitig habe ich diese relativ frischen Blätter, weil wir haben jetzt Frühling Anfang
und die sind relativ noch satt grün. Und dieser Kontrast zwischen dem Baum, der jetzt hier im Schatten liegt, und den Blättern, die angeleuchtet werden von der Sonne, gefällt mir das echt wunderbar. Und gleichzeitig kann ich eben hier diesen Schattenwurf vom Baum als führende Linie nutzen, die den Betrachter halt direkt zu meinem Baum, zu meinem Hauptmotiv hinführt. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt zu meiner Kamera, mache noch schnell ein Foto, bevor das Licht wieder weg ist. Aber ich muss sagen, das schaut echt ganz cool aus. Ich bin jetzt gerade an meinem zweiten Motiv angekommen und diesmal habe ich meine Kamera im Querformat hingestellt. Hat einen relativ simplen Grund, weil wenn ich mir das Motiv hier anschaue, ich wechsle mal auf diese Ansicht, dann gefällt mir persönlich dieser Blick hier deutlich angenehmer, als wenn ich ins Hochformat gehen würde. Weil mir persönlich fehlt im Hochformat ein bisschen was in der Höhe. Da ist halt nicht so viel Interessantes. In dem Bild vorher hatten wir noch diese Blätter, diese frischen jungen Blätter, die jetzt erst vor wenigen Wochen gewachsen sind. Die sahen noch ganz cool aus, wenn die von der Sonne ein bisschen angeleuchtet werden. Genau das haben wir hier eben nicht, aber ich finde hier den Vordergrund ganz cool und auch diese Bäume, die so ein bisschen hier nicht gerade gewachsen sind, die gefallen mir hier ganz gut. Und auch wenn ich jetzt hier mal auf meinen Bildausschnitt schaue, dann gefällt mir das doch deutlich angenehmer. Und ich habe mich hier bei dem Foto auch dafür entschieden, den Baum ein bisschen weiter links anzusetzen, das heißt nicht genau in der Mitte, damit ich eben ein bisschen mein Objekt, mein Hauptmotiv ein bisschen dezentral positioniere. Man könnte theoretisch den Baum auch genau mittig ansetzen, aber mir persönlich gefällt das nicht immer so. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von der Drittelregel gehört, das gilt genauso auch für die Waldfotografie. Das heißt, ich schaue immer ein bisschen, dass ich mein Hauptmotiv nicht immer genau in der Mitte ansetze, sondern eher, wie jetzt in dem Fall, ein bisschen weiter links positioniert. Das sind ja auch keine Regeln, das sind ja eher Richtlinien und gerade wenn ich dann irgendwie Motive habe, bei denen sich das auch lohnt, den Baum mittig anzusetzen, dann habe ich meistens eine Spiegelung oder irgendwie andere Elemente, um eine gewisse Symmetrie zu erzeugen. Aber das habe ich heute eben nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, ich setze den ein bisschen links an und dann passt das. Des Weiteren habe ich an dem Motiv jetzt auch einen Polfilter aufgeschraubt, weil durch einen Polfilter wird das polarisierende Licht ein bisschen entfernt bzw. herausgefiltert, deswegen heißt er ja auch Filter. Und dadurch wirken diese ganzen Grüntöne, besonders wenn die Sonne drauf leuchtet, noch ein bisschen gesättigter, ohne dass ich irgendwas bearbeiten muss. Wenn es einen Filter gibt, den du dir auf jeden Fall kaufen solltest, dann kauf dir einen Polfilter oder auch CPL-Filter genannt. Denn dieser Polfilter hilft dir einfach dabei, die Fotos auf natürliche Weise zu verbessern, einfach ein bisschen mehr die natürlichen Farben herauszuholen. Und wie schon gesagt, ich kann mit einem Polfilter, muss hier aufpassen, dass ich hier jetzt nicht über diesen morschen Baum falle, aber du kannst mit einem Polfilter auf jeden Fall diese Lebendigkeit in deine Fotos zurückholen. Und das ist der Grund, warum ich immer mit Polfilter fotografiere, wenn ein Polfilter Sinn macht. Das heißt, ein Polfilter ist auch kein Filter, den du drauf machen kannst für jede Situation. Man sollte Filter immer nur nutzen, wenn man sie wirklich braucht. Ich habe jetzt hier den Polfilter gebraucht, eben um diese Grüntöne oder generell diese Farben im Wald ein bisschen besser zu sättigen. Deswegen würde ich sagen, ich habe jetzt hier mit dem Einsatz vom Polfilter alles richtig gemacht. Ich warte jetzt mal ab, bis die Sonne hier nochmal reinleuchtet. Aber das sieht nicht so aus, weil ja, es sind ein paar Wolken am Himmel. Wurde auch vorhergesagt heute, vielleicht ein bisschen Nieselregen. Aber gut, ich warte jetzt mal noch ab, 2-3 Minuten, vielleicht wird es ja noch was. Ansonsten laufe ich mal ein bisschen weiter und schaue mich nach einem anderen Motiv um und ja, mal gucken, was heute noch so geht. Also eigentlich war mein Plan heute Bärloch zu fotografieren, aber ich muss sagen, das dauert noch 1,5 bis 2 Wochen und man sieht hier schon, so die ersten kleineren Anzeichen, dass das Bärlauch auf dem Weg ist, aber bis es wirklich am Peak ist, bis die Blüte wunderschön zu fotografieren ist, wird es noch bis Mitte, Anfang Mai dauern und dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal unterwegs sein. Auf jeden Fall konnte ich heute 3-4 gute Motive scouten und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bedingungen, das bessere Licht und natürlich der Bärlauch. Wenn das alles passt, dann fahre ich nochmal hierher und werde auf jeden Fall meine geplanten Motive fotografieren.
Jetzt würde ich sagen, ich beende mal das Video für heute, wenn es dir gefallen hat. Drück gerne mal den Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.